So, wir müssen jetzt eigentlich nach Lavandia zurück, aber mich würde es reizen, da links mal nach links zu sehen. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo es da dann hingeht. Oder gehen wir erst zum Sylphs? Leute, wir gehen jetzt erst zum Pokémon-Turm. Ist doch egal, was da links ist. Wir gehen jetzt einfach erst nach Lavandia zurück. Ist sowieso ein kurzer Weg. Und dann machen wir den Pokémon-Turm jetzt als nächstes. Ah, nach rechts geht es. Ja, und für den Fall, dass wir Fluchtzeit machen müssen, möchte ich kurz hier ins Pokémon Center gehen. Ich glaube es zwar nicht, aber egal. Danke. Moment, wir sind jetzt hier neu wieder in dieser Stadt. Da habe ich ja gesagt, jedes Mal, wenn wir in eine Stadt gehen, möchte ich dort im Markt etwas kaufen. So, was gibt es hier? Super. Okay, Parade, Eisheiler, Feuerheiler, Gegengift gibt es hier. Fluchtseil, Beleber, Supertank und Superball. Ich hoffe, wir haben einen Superball. Dann kämpfen wir jetzt mal gegen Geister-Pokémon, Leute. Schade, irgendwie fehlt mir jetzt die Animation, die in Blau und Rot war, wo erst mein Geist kam und dann hieß es, das Sylph-Scope macht den Geist sichtbar. Das fehlt mir jetzt gerade irgendwie ein bisschen, aber naja. Los, Kleinstein! Steinwurf! Ich hätte vielleicht erstmal Einigle machen sollen, aber egal. Ich mache jetzt nochmal schnell den Einigler. Der macht ja offenbar Schlecker-Attacken gerne. Kleinstein wurde paralysiert. Steinwurf! Ein Volltreffer, na toll! Das ist gut, Kleinstein. Wir haben noch einen Pokéball. Egal, Pokéball. Ja, Nebulak wurde gefangen, Leute. Super. Für Nebulak wird der neue Eintrag im Pokédex angelegt. Nebulak, Gas-Pokémon, Größe 1,3 Meter, Gewicht 0,1 Kilogramm, also 100 Gramm nur. Nummer 92. Nebulak lebt in Geisterhäusern und Ruinen. Sein Körper hat keine feste Form oder Gestalt. Nein, ein Spitznamen nicht. Super, wir haben einen Nebulak, Leute. Da kommt noch eines. Kleinstein ist noch paralysiert, Mist. Und Kleinstein ist fast hinüber. Pikachu, du bist dran. Und Pikachu ist paralysiert. Donnerblitz. Dort jetzt, glaube ich, schneller hin. Ja. Die Paralyse lasse ich jetzt einfach, Leute. Da oben ist ja sowieso wieder dann was zum Heilen.
Ein wildes Nebulak. Los, Pikachu! Hier müsste im Turm ist es ja Tragosso geben, Nebulak, Apollo und ein Knogger. Wenn ich mich nicht täusche. Donnerblitz! Nicht ganz so gut. Komm schon, Pikachu, du schaffst das! Es ist paralysiert, so ein Mist. Komm schon, Pikachu, Mist. Schon wieder paralysiert, verdammt! Nicht mehr verwirrt, endlich! Dann leider überlebt. Pikachu erreicht Level 33, juhu! Pikachu versucht Agilität zu erlernen. Also ich möchte nicht Ruckzucki verlieren, nicht Donnerwelle, nicht Blitz, nicht Donnerblitz für Agilität. Also lassen wir das. Schade, aber naja. So, jetzt bekommt Pikachu gleich das Sonderbonbon. Pikachu erreicht Level 34. Juhu! Hier kam kein einziges Pokémon. Und da rechts ist eh gleich die Heilung. Ein Nebulak. Los, Bisaknosp. Bisaknosp ist verwirrt, das ist nicht gut. Rasierblatt. Mist. Komm schon, dieser Knorsp streng dich ein bisschen an. Geht doch. Dieser Knosp ist paralysiert. Ein Rankenhieb sollte jetzt ausreichen. Mist, dieser Knosp wurde besiegt. Na dann, Pikachu! Donnerblitz! Oh, Mist. Komm schon, Pikachu, Donnerblitz! Ja! Nur noch ein paar Schritte, dann wären wir in dem heiligen oder geweihten Bereich da. So, Dicta kann er, glaube ich, gar nichts machen. Nidorino! Versuchen wir es mal mit dir. Giftstachel müsste, glaube ich, funktionieren. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Silberblick. Und dann Giftstachel. Komm schon, Nidorino! Und paralysiert. Nicht effektiv, aber wir können damit zumindest angreifen, Leute.
Ein Volltreffer, sehr schön. Ja, das war's für Nidorino. Los, Pikachu, du bist dran. Donnerblitz. Das war's für Pikachu. Nidorino, du bist dran. Ist mein Heuler. Macht der Schlecker weniger Schaden? Und dann Giftstachel. Komm schon, Nidorina. Ja! Komm schon, greif an! Ja! Zwei Treffer bräuchte ich noch mit Nidorina, aber jetzt ist sie leider besiegt. So, wir haben jetzt noch die Wahl zwischen Kleinstein und Dicta, Leute. Ich wähle mal Dicta. Und Sandwirbel sollte funktionieren. Yep. Heuler sollte funktionieren. Zu schnell nicht, aber Schaufler funktioniert vielleicht, Leute. Ja, Schaufler funktioniert. Klatschen erreicht Level 18, juhu. Ich speichere mal eben schnell, Leute. Nur für den Fall, dass wir ohnmächtig werden sollten. Denn ich glaube, wir könnten es in das heilige Gebiet schaffen. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Super. Ein Nebulak. Level 24. Los, Kleinstein, ein Igler. Und Steinwurf. Drei Punkte Schaden nur, das ist schon geil. Und Steinwurf ist halt auch sehr stark dagegen, Leute. Nur der Nachtnebel und die Verwirrung ist schlecht für uns. Komm schon, Kleinstein, wenn du das geschafft hast, dann Mist. Komm schon, nur noch dieser eine Angriff, Kleinstein. Nur noch dieser eine Angriff. Ja! Kleinstein hat seinen ersten Gegner ganz alleine besiegt. Ein Nebulak. Level 26 jetzt. Au. Pikachu, du bist dran. Mist, paralysiert. Donnerblitz. Und der Konfu-Strahl. Gut gemacht, Pikachu. Ha, jetzt ist Nebulak auch paralysiert, damit ist Pikachu wieder zuerst dran. Super gemacht, Pikachu. So, jetzt bekommt Pikachu aber einen Paraheiler. Viele haben wir zwar nicht, aber egal. So, war das nicht hier sogar die... Verschwindet, Eindringlinge. So, da haben wir ihn ja. Geist taucht auf. Das Sifscope hat den Geist identifiziert. Ach, da war das? Ich dachte, das ist immer. Naja, egal.
Ein wildes Knogger, Leute! Knogger entwickelt sich doch noch aus Tragos, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube ja. Ich sehe mal eben nach, Leute. Schande über mich, aber ich muss nachsehen. Entwickelt sich aus Tragosso, ja. Wir fangen es also nicht, wir werden es besiegen. Jetzt ist Tragosso leider ein Boden-Pokémon, also können wir mit Pikachu schlecht dagegen kämpfen. Knogger meine ich. Ja, Tragosso auch. Bodengeist-Pokémon. Igelsam. Falscher Knopf. Giftpuder. Und Rasierblatt. Okay. Ich hätte mir die anderen beiden Attacken sparen können. Kleinschneider recht, Level 19. Juhu! Der Geist war die rastlose Seele von Tragossos Mutter. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Wenn wir uns erinnern, Leute, wir haben ja hier in Lavandia, als wir in der Stadt waren, haben wir dauernd Kommentare und haben mit Leuten geredet und die haben uns dauernd gesagt, ach, die arme Mutter von Tragosso. Und das war es. So, hier wird das jetzt mal gespeichert. Komm schon, ich will ein Tragosso, komm schon. Ein Alpollo. Level 24. Zwar auch schön, dass wir das mal hatten, aber ich hätte gerne ein Tragosso. Erstmal einfach Donnerblitz. Komm schon, Pikachu. Schlag dich nicht die ganze Zeit selbst. Nicht paralysiert. Und nicht mehr verwirrt. Super. Apollo wurde besiegt. Bleib stehen. Der alte Knacker wollte sich beschweren. Da mussten wir ihm die Leviten lesen. Und jetzt mache ich dich vom Acker oder du bekommst eine Menge Ärger.